In der mobilen Ansicht von Agrarmonitor können die Fahrer während des Auftrags Ackerschläge mobil merken und somit selbst disponieren. Mal angenommen, man kommt bei dem Kunden auf dem Hof an und der Kunde möchte einem die Ackerschläge zeigen, die über den Tag bearbeitet werden. Er zeigt einem 15 Schläge und auf einmal überlegt man, welcher Schlag war denn der erste, welcher war der letzte und welche soll man überhaupt abarbeiten. Daher ist es sinnvoll, diese in Agrarmonitor zu merken und dem Auftrag zu hinterlegen. Dafür starten wir in der mobilen Ansicht mal einen Auftrag. Ich logge mich über meinen Namen ein, gebe dazu eine PIN ein und wir wollen mit dem Fendt und dem Teppestreuer zum Kunden fahren. Wir wählen aus der Liste der Schlepper den Fendt 942 aus, kontrollieren einmal unsere Betriebsstunden, ob sie wirklich richtig sind, verändern sie gegebenenfalls und bestätigen mit weiter. Danach wählen wir aus der Liste den Universalstreuer Teppe raus und wählen nun den Kunden Milchproduktions GbR. Bei dem möchten wir heute Miststreuen. Klicken einmal auf den Kunden rauf, wählen dann die Leistung, in diesem Fall Festmischstreuen aus der Liste und beginnen die Anfahrt. Alle Eingaben sind richtig, Kunde, Gespann und Leistung stimmt. Wir fahren jetzt vom Betrieb aus los zum Kunden hin. Nun kommen wir beim Kunden auf dem Hof an und der Kunde kommt zu uns auf dem Schlepper und sagt: Mach mal bitte heute Fläche Lasbrucher Straße, Fläche Hohenhausen und noch zwei, drei weitere. Da wir uns das nicht alles direkt merken können, gehen wir in Agrarmonitor einmal oben rechts auf die Landkarte. Wir sehen unseren eigenen Standort, wählen unten links den Punkt Ackerschläge an und gehen auf Alle Anzeigen. Alle Anzeigen bedeutet, es werden alle Ackerschläge vom aktuell gewählten Kunden angezeigt. Gegebenenfalls, je nach Anzahl der Schläge, die der Kunde hat, können wir noch nach Frucht und Kategorie filtern. Wir lassen uns einfach mal alle anzeigen. Nun sehen wir alle Flächen, die dem Kunden hinterlegt sind. Er hat uns gerade gesagt, wir sollen den Schlag Lasbrucher Straße bearbeiten. Wir zoomen uns somit den Schlag heran, klicken einmal mitten rein und finden hier einen Button Merken. Damit merken wir uns den Schlag. Die Fläche im Wald sollen wir ebenfalls machen, die merken wir uns genauso. Nun zoomen wir etwas kleiner, nehmen die nächste Fläche, zum Beispiel Dürrentruper Straße, ebenfalls merken. Wir zoomen nochmal kleiner, nehmen die nächste Fläche, zuletzt sagt er uns, fahr bitte auch noch auf den Schlag Hohenhausen, den sollen wir auch noch bearbeiten. Noch einmal merken. Damit haben wir uns eine Reihenfolge der zu bearbeitenden Ackerschläge selbst disponiert. Oben links können wir einmal zurückgehen. Wir sind immer noch in der Anfahrt. Wir beginnen jetzt, beladen unseren ersten Streuer. Somit gehen wir einmal auf Arbeit beginnen. Klappen wir uns den Punkt Ackerschläge in der Liste aus, sehen wir ganz oben die gemerkten Schläge. Als erstes den Schlag Lasbrucher Straße. Wir starten die Fläche, klicken einmal rechts auf den grünen Button. Dazu wollen wir natürlich wissen, wo sich die Fläche befindet. Wir klicken somit einmal auf Lasbrucher Straße rauf. Die Fläche wird in der Karte geladen. Man sieht sie rechts. Sie ist jetzt etwas heller grün umrandet, da wir gerade darauf arbeiten. Nun können wir in die Fläche reinklicken und können uns eine Route zu der Fläche machen lassen. Fahren zu der Fläche hin, entleeren unseren Streuer und können oben die Fuhre erfassen. Wir fahren zurück zum Hof, beladen den nächsten Streuer. Der Kunde kommt zu uns und sagt uns, ja, die Fläche Hohenhausen, die habe ich dir zwar gesagt, die sollst du auch bearbeiten, aber da ist es viel zu nass, das klappt heute nicht. Somit können wir uns die Fläche Hohenhausen wieder heranzoomen, klicken einmal rauf und können auch das Merken dort an der Stelle entfernen. Wenn wir nun auf Entfernen raufgehen, ist der Ackerschlag nicht mehr gemerkt und wenn wir oben links mit dem Pfeil zurückgehen, dann ist er aus der Liste der gemerkten Schläge raus. Wir haben somit drei, die wir bearbeiten sollen. Fläche Lasbrucher Straße ist fertig, dort ging nur ein Streuer hin. Wir beenden also einmal. Entsprechende Abrechnungsarten werden abgefragt, Stunden, Fuhren und Kubikmeter in diesem Fall. Wir bestätigen mit weiter und haben nun noch zwei gemerkte Schläge. So wie man Ackerschläge für einen Kunden merken kann, kann man das Ganze auch kundenübergreifend machen. Das ist zum Beispiel sinnvoll beim Pflanzenschutz. Wir gehen also nochmal oben rechts auf die drei Balken und auf Landkarte. Unten links mal einmal wieder auf den Punkt Ackerschläge. Und wählen dort den Punkt in der Nähe an. Ebenfalls für alle Früchte und alle Kategorien. Wir können wieder filtern, wenn wir möchten. Bestätigen mit OK und so sehen somit alle Flächen im Umkreis von 3 Kilometer von allen Kunden. Mal angenommen, wir sollen auch noch eine Fläche von einem anderen Kunden heute streuen. Und zwar den Schlag Brosen, der dem Kunden Betrico Landwirtschaft gehört. Man sieht den Kunden klein in dem Tooltip unter der Schlagbezeichnung Brosen. Auch hier gehen wir einmal auf den blauen Button Merken rauf. Genauso sollen wir die Fläche Kreuzung Brosen Nummer 6, die Betrico Landwirtschaft gehört, bearbeiten. Die merken wir uns genauso. Und oben rechts die Fläche bei Müllers,
die der Bioenergie Maisdorf gehört. Die merken wir uns auch noch. So können wir auch Schläge kundenübergreifend merken. Ich gehe mal einmal oben links wieder zurück, erneut auf Ackerschläge und sehe somit hier die Flächen von allen Kunden, die wir uns gemerkt haben. Somit entsprechend jetzt auch kundenübergreifend. Die gemerkten Flächen kann man sich dann auch immer wieder neu in der Landkarte anzeigen lassen. Ich gehe nochmal oben rechts auf Landkarte rauf, unten links auf Ackerschläge und wie bei einem disponierten Auftrag habe ich hier nun auch disponierte und gemerkte Anzeigen. Ich klicke einmal rauf und somit werden mir alle disponierten und gemerkten Flächen in der Landkarte dargestellt. Somit kann sich der Fahrer über die mobile Ansicht von Agrarmonitor Ackerschläge selbst merken, selbst wieder vorlegen und die Route für den Tag hinterlegen.